Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe euch in meinem Video über große Poren und was man dagegen machen kann, diesen Mikroneedling-Pen gezeigt und so ein bisschen erklärt, dass der halt gut ist gegen große Poren, gegen Pickelmale, Narben, erste Fältchen und so weiter. Und habe dann erklärt, warum dieser Derma-Pen besser ist als ein Derma-Roller. Falls euch das interessiert, das Video ist in der Infobox und hier oben natürlich verlinkt für euch. Da könnt ihr nochmal reinschauen. Und unter den Kommentaren von diesem Video haben ganz, ganz viele von euch sich gewünscht, dass ich mal eine genaue Anleitung abdrehe, wie man diesen Mikroneedling-Pen jetzt genau benutzt und in welcher Reihenfolge man Produkte aufträgt und so weiter und so fort. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe mich vor die Kamera gesetzt und alles genau demonstriert, um euch eine Anleitung zu geben, wie man sich genau mit so einem Derma-Pen behandelt. Ich hoffe, es hilft euch ein bisschen und wünsche euch viel Spaß. So, hier seht ihr jetzt die ungeschminkte Wahrheit. Ja, ich habe nur ein bisschen Mascara drauf, weil, ja, ich mich sonst zu nackt gefunden habe irgendwie. Ja, und wie man sehen kann, ist der Teint halt einfach nicht so ebenmäßig und so strahlend schön wie mit Make-up, ist leider so. Aber dafür haben wir ja jetzt folgendes Gerät, um ja, die Haut wieder so ein bisschen zu aktivieren, ein bisschen strahlender zu machen, auch ohne Make-up, dass man sich ohne Make-up wieder so ein bisschen besser fühlt und einfach so ein paar Pickelmale, die ich habe und Narben und so weiter, wieder so ein bisschen auszugleichen. Den Mikroneedling-Pen, den zeige ich euch gleich nochmal in Nahaufnahme und zeige euch, was der genau für Funktionen hat. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit Schritt Nummer 1. Wichtig ist bei diesem ersten Schritt Gesicht reinigen. Und da habe ich, wie gesagt, schon so ein bisschen vorgearbeitet, habe halt mein Gesicht komplett abgeschminkt. Ich war duschen, deswegen bin ich hier auch im flauschigen Bademantel unterwegs. Und desinfizieren. Da nehme ich jetzt hier von Schülke dieses Octenisept, das bekommt ihr in der Apotheke, und gehe nochmal mit einem Wattepad drüber, um mein Gesicht zu desinfizieren. Gehe hier schön über alle Stellen drüber, die ich gleich behandeln werde, damit die Behandlung auch richtig safe ist und nichts passieren kann. Mit dem Stift mache ich jetzt genau das Gleiche. Ich nehme hier erstmal die Nadeln ab. Das ist halt das Kopfteil. Und werde das einfach so ein bisschen einsprühen mit Desinfektionsmittel. Da habe ich einfach hier so ein Hygienespray aus dem DM. Sprühe die ein bisschen ein und lasse das Ganze trocknen. Theoretisch kann man auch jedes Mal so einen neuen Aufsatz benutzen. In meinem Set, was ich euch auch in der Infobox verlinke, ist auch noch ein neuer Aufsatz drin. Aber weil ich die eh nur bei mir selber benutze und ich keine offene Akne habe und es da nicht zu irgendwelchen Schmierinfektionen kommen kann, benutze ich die halt mehr als einmal. Wie gesagt, einfach nur Gesicht schön desinfizieren und Gerät schön desinfizieren. Dann kann so gut wie nichts passieren. Dann kommen wir zu Schritt 2 und zwar das Produkt eurer Wahl vor der Behandlung aufzutragen. Da habe ich hier einmal als günstige Variante vom DM den Balea Beauty Effect Hyaluron Booster mit Duo-Hyaluronsäure. Ein sehr, sehr gutes Produkt. Und als, naja, etwas exklusiveres Produkt von SkinCeuticals, den Retexturing Activator. Den werde ich jetzt benutzen. Was ich euch von SkinCeuticals auch super gut empfehlen kann, ist das Hydrating B5 Serum. Das geht auch super zum Needeln. Aber ich persönlich habe jetzt nur diesen hier und deswegen wird der jetzt aufgetragen. Und träufel mir das einfach auf und verteile das schön großzügig. Es ist halt super wichtig, das Produkt vorher aufzutragen, da sich diese Mikrolöchlein, die man durch den Pen in die Haut macht, sofort wieder schließen. Und Ziel des Ganzen ist ja auch, dass man die Wirkstoffe, die hier jetzt in diesem Serum drin sind, in die Haut einschleust. Und das geht halt nur, wenn die Haut offen ist. Und außerdem braucht man was auf der Haut, damit man einfach die Gleitfähigkeit von dem Pen unterstützt. Kommen wir zu Schritt 3. Hier geht es darum, den Pen einzustellen. Und zwar gibt es hier ein Rädchen, was man drehen kann. Damit stellt man die Tiefe der Nadeln ein. Ja? Die reicht hier von 0,25 mm bis 2 mm, was schon echt heftig ist dann. Und dann gibt es diesen Knopf hier mit verschiedenen Lichtern und der zeigt die Geschwindigkeit an. Und unter dem letzten Video hat mich eine Abonnentin gefragt, ob der Pen denn nur vibriert oder ob die Nadeln raus und reinkommen. Und dieses Geräusch erzeugt halt tatsächlich der Kopf, der raus und rein geht. Also man muss sich das so vorstellen, das sind die Nadeln jetzt hier, meine Finger, und die gehen dann so zack, 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 zack in die Haut rein. Also der vibriert nicht nur, das ist das Raus und Rein der Nadeln. Und das wird halt, wie gesagt,
durch diesen Knopf hier bestimmt, wie schnell das geht. Also man kann es so einstellen oder so. Ne, da gibt es halt viele verschiedene Abstufungen. Ich kann euch nur empfehlen, erstmal sich ranzutasten. Ja? Also erstmal auf 0,25 den Pen einzustellen und auf niedrigste Geschwindigkeit, sodass man erstmal schauen kann, wie ist das so für mich? Wie fühlt sich das überhaupt an? Ich habe den jetzt auf 0,25 mm und auf dem Speed grün, also langsam und nicht tief, und fange dann mal an der Stirn an. Und ich merke schon, das merkt man kaum. Also es ist zwar da, das Gefühl, dass da was ist, aber kaum. Deswegen wage ich mich jetzt mal dran, den etwas höher einzustellen. Ich werde mal auf 1 mm gehen und an der Stirn anfangen, weil für mich ist die Stirn wirklich der schlimmste Part. Und dann habe ich das direkt hinter mir und kann mich den anderen Gesichtspartien widmen. Genau wie bei diesem Dermaroller soll man einmal horizontalen, vertikalen und diagonalen Bahnen sich vorarbeiten. Was ich jetzt persönlich schöner finde bei diesem Pen, ist einfach in kreisenden Bewegungen sich vorzuarbeiten. Man kann es also so machen oder so. Und das finde ich persönlich ein bisschen angenehmer. Aber muss jeder für sich selber entscheiden und gucken. Und jetzt mache ich auch die Geschwindigkeit ein bisschen höher und guck mal. Oh, ja. Das kribbelt richtig in der Nase. Oh, es ist echt, es ist nicht angenehm, Leute. Ja, es ist keine Wellnessbehandlung. Wer schön sein will, muss leiden. Dieser Spruch trifft hier einfach sowas von zu. Wenn man merkt, dass die Gleitfähigkeit des Produktes, was man aufgetragen hat, so ein bisschen nachlässt, kann man auch immer noch mal hergehen und ein bisschen was auftragen nochmal. Das ist kein Problem. Und dann fahrt ihr einfach die Hautpartie einmal so entlang, einmal quer und einmal diagonal. Und dann habt ihr es schon. Und ich weiß nicht, ob ihr das auf die Entfernung sehen könnt, aber wenn ich jetzt hier in meinen kleinen Spiegel schaue, sehe ich schon so ganz kleine Einblutungen, also so ganz kleine, feine Blutpünktchen. Ja, und so in diesem Stil arbeite ich mich dann einfach das gesamte Gesicht durch. Also es ist eigentlich total easy. Und was man auch ganz vorsichtig machen kann, ist an die Augen dran zu gehen. Mit einer ganz niedrig eingestellten Tiefe und Geschwindigkeit, dass man einfach da so die Augenfältchen ein bisschen behandelt. Natürlich hierbei aufpassen, dass man nicht auf dem Augapfel irgendwie arbeitet, nur auf der flachen Haut drumherum natürlich. Also ich glaube, es sieht echt schmerzhafter aus, als es ist. Es sieht jetzt sehr gerötet aus, aber es ist noch nicht mal so schlimm wie ein leichter Sonnenbrand oder so. Also man merkt halt schon, dass das Gesicht so ein bisschen spannt und die Haut aktiviert ist. Aber ja, so schlimm ist es nicht, wie es aussieht. So, und wer jetzt möchte, kann noch an den Seiten vom Hals ein bisschen arbeiten, am Dekolleté, klar. Aber ich denke, ihr habt jetzt einen ganz guten Eindruck davon bekommen, wie man mit dem Gerät arbeitet. Ich sehe ordentlich zerstört aus. Aber das macht nichts, das ist ja alles für Demonstrationszwecke. Und umso schöner sieht die Haut natürlich danach aus. Ne? Nach ein paar Tagen merkt man dann halt, dass es anfängt zu arbeiten und ein richtiger Glow einfach kommt. Schritt 5 besteht darin, das Ganze abzunehmen, das Gesicht zu desinfizieren und eine beruhigende Maske aufzutragen. Ich mache jetzt noch einen extra Schritt zwischendrin, und zwar ein bisschen Lichttherapie mit meiner LED-Maske. Weil ich weiß nicht, ob man es gleich in der Kamera sehen wird, aber dadurch gehen die Rötungen so krass schnell zurück. Werde ich euch mal demonstrieren. Yeah. Ich glaube, der Effekt, dass die Haut weniger rot ist nach der LED-Maske, den hat man jetzt nicht so gesehen. Zumindest in der Kamera nicht. Wenn ich hier in den Spiegel gucke, dann ist es auf jeden Fall weniger rot, glaubt mir. Was ich jetzt noch gemacht habe zusätzlich, ist diese Aloe Vera Gel-Maske aufzutragen von Dermasense.
Die ist auch super bei Sonnenbrand und bei allem, wo die Haut so ein bisschen gereizt ist. Und dafür ist die einfach perfekt. Noch perfekter wäre gewesen, die in den Kühlschrank zu stellen vorher. Aber so ist auch schon sehr, sehr schön. Oh, es kühlt so. Ihr werdet es ja lieben. Und die lassen wir jetzt einfach gut 10 Minuten einwirken. So, ich habe die Maske jetzt abgenommen und ich finde, das Gesicht ist wirklich viel weniger rot. Dann tragt ihr noch eine Abschlusspflege drauf, sowas wie das Balea Beauty Effekt Gel. Das ist sehr, sehr beruhigend. Oder geht ihr am besten schlafen. Ich empfehle euch, das auf jeden Fall eher vorm Schlafengehen zu machen, weil erstens sieht man ein bisschen blöd aus und zweitens ist es nicht so gut, damit in die Sonne zu gehen oder generell sich den freien Radikalen draußen auszusetzen. Deswegen Abschlusspflege drauf, schlafen gehen und ihr seid fertig. So ihr Lieben, ich hoffe, das Video und die Anleitung zum Dermapen hat euch ein bisschen geholfen. Alle Produkte, die ihr im Video gesehen habt, sind selbstverständlich in der Infobox verlinkt. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Und wenn ihr mehr Infos, mehr Videos zum Thema Mikroneedling möchtet, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch, dass ich das sehe. Schreibt fleißig in die Kommentare und lasst mir natürlich auch gerne, wenn ihr möchtet, ein Abo da. Da würde ich mich riesig freuen. Und jetzt würde ich einfach sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut! Ciao!